Willkommen zur voraussichtlich letzten Folge von Time Clickers. Ich werde euch mitnehmen für mein letztes Achievement und zeige euch ein bisschen, was jetzt aktuell der Stand ist, wie weit ich bisher gespielt habe und was man theoretisch noch machen könnte, auch wenn es dafür keine weiteren Achievements gibt. Wie ihr seht, ist immer noch die Version 1.4.3 aktiv, die ich glaube irgendwie im Dezember zuletzt aktualisiert wurde. Mit einigen Verbesserungen, Statistiken. Genau, hier ist sogar noch die Info von 1.4.2, wo es im Endeffekt auf das Weihnachtsevent losging. Also schon etliche Monate her, also mehr als ein halbes Jahr. Was jetzt auch nicht sehr verwunderlich ist, da es sich hier zwar um ein Free-to-Play-Game handelt, aber letztlich keine In-Game-Währung gibt, mit der sich hier Geld verdienen lässt, also zumindest nicht für die Betreiber. Sondern das ganze Spiel letztlich hier ein Werbespiel oder ein Informationsspiel für weitere Spiele, die von den Machern Kretis, Proton und Kenais, wahrscheinlich das hier sind dann die Macher, die letztlich hier einfach noch ein Spiel haben wollten, mit denen sie gesehen haben, okay, hier gibt es noch andere Spiele, die wir bei Steam haben und die ihr kaufen könnt. Und das Spiel ist einfach komplett kostenfrei und einfach so nach dem Motto Just for Fun. Und das letzte Achievement, was für mich jetzt noch aussteht, ist noch einmal einen Time Warp zu machen, damit die Bullet Damage noch ein bisschen anzuheben, wobei 25.000 jetzt für die Bullet Damage nicht wirklich was ausmacht, aber es geht einfach darum, ja, das letzte Achievement abzuschließen und damit auch das Spiel ja im Aktenschrank oder im Steam-Archiv verschwinden zu lassen, weil es ist nicht unbedingt zu erwarten, dass hier jetzt noch größere Änderungen kommen. Das letzte große waren hier die Statistiken, die hier sehr ausgeweitet wurden. Ihr seht hier aktuell habe ich jetzt 16.000 Timecubes, das ist natürlich ziemlich wenig, weil das einfach jetzt ganz normal durchgelaufen ist bisher nach dem letzten Reset. Ich habe die einfach ein paar Mal vorbereitet, sodass ich euch für den letzten Reset mitnehmen kann. Und hier meine Timecube selber. Ich habe jetzt eben hier aktuell 5.000 liegen und habe einen Multiplikator von über 1,6 Millionen. Und auch meine Weapon-Cubes, hier liegen aktuell 5.000 und trotzdem habe ich hier keine Möglichkeit mehr, was speziell zu kaufen. Aber ich habe auch noch nicht alles auf Maximum. Also ihr seht, hier gibt es noch einige Durchgänge, die man machen kann, einfach um die restlichen zu maximieren. Allerdings dauert das auch ziemlich, ziemlich lange. Also allein 100.000 Weapon-Cubes zusammenzubekommen, dauert schon seine Zeit. Ja, so wie versprochen, nehme ich euch jetzt direkt mit auf den letzten Time Warp. Und starte das Spiel voraussichtlich jetzt zum letzten Mal neu. Hier seht ihr dann, also was ihr jetzt nicht gesehen habt, hier habe ich jetzt die Steam-Benachrichtigung schon bekommen, dass dass die letzte Errungenschaft freigeschaltet wurde. Also die Weapon Cubes, obwohl ich hier über 5000 habe, kann ich hier jetzt nicht wirklich was weiter erweitern. Dafür sind die bekomme ich auf jeden Fall hundertprozentig einen Weapon Cube überhaupt, und zwar inzwischen ab Level 100. Und zusätzlich bekomme ich die doppelte Anzahl von dem, was normal möglich ist. Ansonsten bei den Time Cubes bin ich jetzt aktuell auf Level 101 gewesen, einfach damit ich schnell die Resets vorbereiten konnte, um neu zu starten. Das kann ich jetzt wieder runternehmen. Und zwar der Grund dafür ist, dass ich nachher, das zeige ich euch gleich, ganz schnell die Level durchlaufe und jedes Mal ja die Zeiten dazu bekomme. Das heißt, hier ist es einmal um 10 Sekunden verlängert und hier nochmal um 13 Sekunden, wie lange ich letztlich diese Boni bekomme, die dort ausstehen. Und deshalb ist es an der Stelle ganz praktisch. Jetzt nehme ich hier noch ein paar Multiplier dazu, einfach um die letzten Cubes zu machen und starte mit euch. Bullet Damage auf Maximum. Und das hier sind die Fähigkeiten, um die es mir dann gleich geht, dass die letztlich aufgeladen werden. Als erstes mal den Time Shift aktivieren. Danach kaufe ich die Waffen hier dazu und aktiviere einmal alle Skills, damit ich die 52 Sekunden schon mal habe. Stelle die Waffen auf Automatik und dann kann ich jetzt hier bis knapp unter Level 2000 aufkaufen.
Also einfach mit dem Startvermögen, was ich am Anfang bekomme, kann ich bis hierhin hin. Und hier seht ihr jetzt dieses Overpowered. Das heißt, die Level laufen extrem schnell durch und alle 5 Level bekomme ich halt hier meine Boni dazu. Das heißt, aktuell waren es jetzt 52 Sekunden, das heißt, die Hälfte davon, 26 Sekunden, bekomme ich dann nach alle 5 Level jetzt dazu. Und das ist natürlich sehr praktisch, weil damit kann ich hier fast eine Stunde, ich glaube eine Dreiviertelstunde etwa liegt das zusammen. Ich kann jetzt hier nicht in die Statistiken schauen. Aber so in der Dreh um eine Dreiviertelstunde müsste ich schon mal gewesen sein. Ah ja, okay, genau. Die Time Cubes beginnen auch erst ab Level 100, genauso wie inzwischen die Weapon Cubes eben ab Level 100 beginnen. Aber da ich jetzt kein Reset mehr machen muss, ist es ohnehin nicht so schlimm. Und ihr seht, wir haben eh gleich Level 100 erreicht. Also zu den Achievements. Hier ist jetzt das letzte Achievement, die 250 Time Warps, ist jetzt abgeschlossen. Wofür ich am längsten gebraucht habe, waren letztlich die Beatwave 3500, bzw. hier das am weitesten oben war noch ein Boss-Monster, genau hier, und zwar Defeat Level 4000. Da habe ich dann etliche Wochen das Spiel so nebenbei laufen lassen, also nicht die ganze Zeit aktiv, sondern einfach mal ein- bis zweimal am Tag reingeschaut, habe hier vor allen Dingen den Dimension Shift aktiviert, und hatte dann einen entsprechenden Multiplier von, ich denke, mehrere hundert, wenn nicht sogar im Tausender-Bereich. Weil natürlich dadurch, dass es eine prozentuale Aufwertung ist, kommt ja natürlich sozusagen der exponentielle Effekt dann zum Tragen. Und es hat dann so weit ausgereicht, dass ich tatsächlich hier nach etlichen Stunden und Wochen Level 400 geschafft habe. Ihr seht, das hier ist jetzt natürlich relativ langsam, weil klar, wenn ich hier auf Level 90 starten würde, hätte ich natürlich die Level 100 sehr viel schneller erreicht. Aber wie gesagt, mir geht es darum, hier das Maximum Damage hochzubringen. Aktuell haben wir jetzt 11 Minuten zusammenbekommen und wie gesagt, ich war schon mal knapp bei fast einer Stunde Bonuszeit, die dann hier einfach abläuft. Vor allen Dingen das Schöne ist mit dem vierfachen Gold und dann natürlich dieses Spreadsheet, das ist hier, ich glaube es sind inzwischen 8, das müsste, mal schauen, die Click Cannon Pistol, achso, das waren eine von den Time Warps, also das muss ich hier nachschauen, weil das sind... dann hier die verschiedenen Spreadshoots, genau, Spreadshoot has 10 Projektiles, also 10 parallel werden dort dann ausgelöst. Und ja, hier sind die ganzen verschiedenen Boni. Also ihr seht hier mit 1 Million, 2 Millionen, was sozusagen die nächsten Upgrades kosten würden. Da kann man an sich noch sehr, sehr viel Zeit im Spiel versenken, einfach um hier alles auf Maximum zu bekommen. Die Frage ist nur, wofür? Weil es sind ja keine weiteren Ziele mehr erreichbar. Und deshalb ja, verabschiede ich mich heute vom Spiel, solange es nicht vielleicht doch noch irgendein Upgrade oder irgendeine Erweiterung gibt, die das Spiel sinnvoll ergänzt. Gibt es hier erstmal nichts mehr zu tun. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei, einfach mal in dem Spiel ein bisschen rumzuklicken und das Spiel laufen zu lassen und das eine oder andere Achievement zu holen. Und wer das noch nicht gemacht hat, ja, das Spiel ist immer noch Free-to-Play bei Steam zu spielen und ja, auf ein nächstes Mal. Mal sehen, was die nächsten Clicker-Games so hergeben. Tschüss!